Moin, Talon, kommt zurück zu Dinkum. Ich bin hier mit noch einem Segen. Aber das sollte jetzt mal reichen. Also hier, wir nehmen das mal alles mit. Ich kann. Okay. Das noch mitnehmen. So, da muss ich gerade noch mal schnell eine Portion Tin reinschmeißen. Die letzte sozusagen. Weil mehr geht nicht. Wir müssen ja mal 5 Ross hier reinschmeißen. So, dann gucke ich mal. Wir haben noch die beiden Tische hier. Jetzt können wir das ja selber machen. Die Frage ist, wo baue ich die denn mal hin? Komm, wir machen den noch weg. Oh, da kam sogar Quarz raus. Können wir den nochmal aufpicken? Picken wir den nochmal ab. Table Saw setzen wir gerade nochmal neu. Setzen wir da direkt hin. So. Dann hätte ich hier gerne. Ja, machen wir hier die Werkbank hin dann, oder? Boah, wie viel Platz braucht die denn? Die kann ich nicht da hinstellen. Achso, weil ich da im Weg stehe, ne? So, nochmal. Rotate mit. Okay, da passt sie, jetzt passt sie. Okay, nice. Und die Kochecke, wo baue ich die mal hin? Machen wir da hin, oder? Passt erstmal, was ist hier draußen? Ich würde das gerne überdachen. Das wäre cool, wenn man noch so ein Dach hier darüber bauen könnte. Weißt du, dass das hier offen ist und da kannst du nicht so hingehen. Oh, verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich wollte das doch nicht mitnehmen. Ich wollte das doch stehen lassen. Ich wollte das benutzen. Da. Dieser braucht er nämlich nicht mehr hinlaufen. Das würde ich mir auch gerne mal gucken. So ein Grain. Einen alten Reifen brauchen wir. Gear habe ich. Oh, habe ich nur einen, glaube ich, oder so, ne? Gammutplanks hätte ich. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir noch ein paar Fässer finden. Wir haben natürlich alles verkauft. Da habe ich leider nicht dran gedacht. Eine Scarecrow wäre noch interessant. Eine Wassermelone. Wo ich die herkriege, weiß ich noch nicht. Wooden Torch. Burns Medium Light. Da kann ich Steps bauen. Okay. Palmwood Path. Okay. Gumwood Path. Ein scharfer Speer. Kann ich damit eigentlich Fische aufspießen? Das wäre ziemlich abgefahren. Da brauche ich noch mehr Gumwood Planks und noch mehr Nägel. Achso, aber Nägel kann ich herstellen jetzt hier. Nägel kann ich herstellen. Warte mal. Reicht das jetzt? Ja, fast. Ich muss nochmal einen Nagel herstellen und noch 3 Holz. Dann, warte mal, habe ich Holz in der Tasche? Nein, habe ich. Doch, habe ich. Okay, dann säg mir nochmal 3. Okay, haben wir mitgenommen. Können wir mitnehmen? Dankeschön. Und hier müssen wir echt nochmal Nägel craften. Na, so ein Mist. Okay, und jetzt können wir Brücken bauen. 2 Stück. Die sind nicht billig, die Dinger. Uff, okay, wir haben alles weg. Die brauchen eine Wassermelone und die brauchen Pumpkin. Wo kriege ich die Sachen denn her? Das wird auch spaßig. Okay, die würde ich gerne auf jeden Fall noch bauen. Da müssen wir schauen. Den würde ich gerne noch bauen. Dafür brauchen wir Nägel, haben wir genug. Wir brauchen Hardwood Planks. Ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Hardwood Planks. Ich glaube, wenn wir. Moment, wir haben ja Logging Skill 2. Dann können wir vielleicht da was machen. Das wäre vielleicht eine Idee. Okay, wir räumen mal den ganzen Kram wieder weg. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das packe ich auch erstmal weg. Wir müssen ins Bett gehen. Ich sehe schon, wir sind schon müde. Dann werde ich das mal hinpacken und dann werden wir den Tag mal Tag sein lassen. Und hauen uns direkt ins Bett. Sleep until tomorrow. Mining haben wir schon wieder weitergebracht. Okay, Foraging auch. Nice. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Oh, guck mal, das sind Kokosnüsse. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh Mann. Ich weiß nicht. Okay, wir stehen mal auf. So. Hier im Post. You've got mail. Bug-Tipster. Wer zur Hölle ist Bug-Tipster? Ich bin es nicht gewesen. To Ryu, bug tips for summer. It was early mornings. There was a bug in the bushlands I've never seen before. Thought you might like to know from Bug Tipster. An Ryu, Bugs Tipps für den Sommer. Würde ich jetzt pauschal behaupten. Es war früh morgens. Es gab einen Käfer
im Buschland, den ich noch nie vorher gesehen habe. Dachte, du würdest es vielleicht gern wissen. From Bugtipster, okay. In den Morgenstunden, okay. Das ist zwar cool, wenn wir jetzt ein Dach hätten, dann würden wir hier nämlich nicht nass werden, wenn wir hier arbeiten, weißt du? Das wäre um einiges besser. Okay, wir gucken mal. Wenn das Wetter so bescheiden ist, dann gucken wir mal, ob wir Brücken bauen können. Es wäre toll, wenn Brücken. Oh ne, das wäre der falsche. Wenn Brücken aneinander rein könnten. Ich hoffe, ich kann die wieder mitnehmen, wenn mir das nicht gefällt, weil sonst habe ich ein Problem. Oh, cool, die baut sich. Was? Die baut sich automatisch dahin? Ich sehe nichts. Wieso kann ich eigentlich nicht rausscrollen? Das wird mich interessieren. Baut die sich automatisch darüber? Nein, warte mal, drehen. Ich sehe es leider nicht. Ich würde es gerne sehen. Ich kann nicht. Das ist jetzt blöde. Also das ist bauernsichtmäßig, muss da was gemacht werden da. Ich würde die gerne hier hinbauen. Genau hier. Aber die ist drei Teils breit. Alles klar. Ich dachte, dass die nur drei lang ist, aber die ist tatsächlich drei breit. Da hätte auch zwei gereicht, ne? Aber gut, drei sieht, glaube ich, schön aus, oder? Dann, ja, bauen wir die mal hier hin. Die ist rot. Weil die nicht geht, ne? Von der Länge. Hier geht's. Ne, die ist doch kurz. Doch, da geht's. Okay. Dann baue sie daran. Wir haben eine Brücke. Okay, oh. Ja, das ist. Okay, das ist suboptimal. Kann ich die Brücke wieder abreißen? Ich kann die Brücke nicht mehr abreißen. Echt nicht? Wie kann ich das denn jetzt fixen? Scheibenkleister. Es muss eine Möglichkeit geben, die Brücke wieder abzureißen. Muss ich die jetzt echt abaxten? Ich kann sie echt axten, aber dann geht sie kaputt. Das ist jetzt nicht so geil. Wobei, die Lava, da lasse ich stehen. Damit ich sehe, wo das ist hier. Also, da muss ich hier. Warte mal. Ich schaufel mal hier die Ecke weg. So, und schaufel das mal dahin. Dann weiß ich, hier fängt die Brücke an. Und hier. Das heißt, ich muss das umbauen, ne? Ich muss ein bisschen was umbauen hier. Ich muss die Brücke, die Insel ein bisschen umbasteln hier. Komm, wir schaufeln mal gerade eine Runde. Das ist jetzt blöde. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann werde ich ein bisschen was klauen hier und das hier nachschütten. Die Frage ist nur, wie kann ich das anpassen, dass es halt noch nach Insel aussieht, weißt du? Ich muss das jetzt hier echt hinbasteln. Wenn wir die da drüben auch ein bisschen an. Obwohl, oder ich baue das hier hin. Weil hier könnte ich es kürzer machen, weißt du? Als da. Aber andererseits passt es da besser. Nee, komm, wir machen das da. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen was umbasteln. Okay. Na gut. Mache ich die Insel ein bisschen kleiner an der Stelle. Und werde hier auch noch ein bisschen kürzen. Obwohl, so wie es aussieht. Hier muss ich das aber angleichen, noch dass es ein bisschen vernünftiger aussieht. Eine Schaufel. Ja, es ist. Errungenschaft habe ich gekriegt. Kann ich die wegmachen hier? Ja, da ist er kaputt gegangen. Okay, aber noch einer dabei, kein Problem. So, so kann ich hier kaputt machen, aber wenn ich schwimmen muss, geht's nicht. Da geht's nicht, siehst du? Also nur hier vorne. Das heißt, wenn es ein bisschen tiefer ist, geht's schon nicht mehr. Okay. Schaufeln wir. Wow, das wollte ich nicht. Schaufeln wir das mal hier so ein bisschen hin. Ich muss die ein bisschen rüber kriegen hier, ne? Um einen. Ja, ich muss das ein bisschen wegkürzen hier. Hä, der schaufelt das instant hier weg? Warum? Weil ich mich drehe vielleicht? Kann das sein?
Ja, weil ich mich sofort drehe, glaube ich. Schaufelt er das sofort hin. Okay. Die Frage ist jetzt da, wo die Brücke ist, ne? Kann ich das dann dahin schaufeln? Oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Das heißt, ich muss da echt noch ranschaufeln. Aber dann komme ich hier auf jeden Fall besser rüber. Dann brauche ich mir um die Haie keine Sorgen machen. Ich muss es aber ein bisschen angleichen dann hier, weil das sieht nicht ganz so toll aus. Okay. So, da schaffen wir das Wasser weg. Oh. Ich muss das hier ein bisschen ausgleichen. Nee, warte, schaufeln wir das dahin. Dahin. Ich muss das jetzt hier so ein bisschen ranschaufeln, damit das hier ein bisschen. Ja, natürlich kann man das auch nicht mehr nennen. Ach, das ist zu. Ja, das ist zu, wie soll man sagen? Zu unnatürlich gebaut jetzt. Okay. Eine Schaufel kriege ich glaube ich noch mit, aber dann ist Ende. Wir müssen gleich was futtern. So, habe ich Essen dabei? Ja, ein bisschen. Hier kommen ein davon. Zwei davon. Okay, wir sind wieder gesättigt. Dann nehmen wir die da noch mit. Und schaufeln das hier noch hin so ein bisschen. Ich muss hier noch ein bisschen was dran schaufeln, dass es nicht ganz so komisch aussieht da. Ich hoffe, das ist okay. Sieht schon ein bisschen komisch aus in der Stelle, aber naja. Was soll's? Den muss ich noch ein bisschen wegnehmen hier. Dann muss ich das drüben auf meiner Seite auch noch ein bisschen anpassen. Vielleicht kann ich das dann da drüben hinbauen. Lass mal gucken. So, okay. Das muss jetzt einen hier rüber geschoben werden. Das heißt, wenn ich das einen hier rüber schiebe, muss ich im Grunde genommen die Insel bis nach vorne ziehen. Also bis dahin sogar. Dann wird es passen. Dann werde ich hier noch einen wegnehmen. Das da ansetzen, würde ich sagen. Wird schon irgendwie hinhauen. Oh, besser das da hingesetzt, das wollte ich nicht. Hier den noch weg. Warum haben wir eigentlich so ein Mistwetter jetzt heute hier? Jetzt, wo ich am Schaufeln bin, weißt du? Wo ich die Mistarbeit hier habe. Muss ich das wieder umbasteln. So, ich brauche noch drei Sand jetzt hier. Ich stapel die da mal gerade hin. Das ist ein Problem. Ich muss eigentlich noch hier was hinstapeln. Kann ich das ein bisschen wegnehmen hier? Oh, das ist nicht richtig. Dahin. So, den immer mit. Stapeln wir dahin. Und hier nehmen wir noch einen mit. Und dann sollte das hoffentlich gehen. Okay, jetzt müssen wir die. Jetzt ist es blöd, dass wir die wegaxten müssen, ey. Okay. Oh, Moment, kann ich das wieder mitnehmen? Jo, ich kann es mitnehmen, alles klar. Ich hoffe, die ist gleich wieder fit. Okay. Dahin.
Okay, dann bauen wir jetzt hier eine Brücke hin. Ich bin gespannt. Bäm. Ja, das sieht doch nach Brücke aus, ne? So soll das sein. Guck mal, da haben wir schon eine Brücke hier. Nice. Okay, die erste Brücke. Das passt doch ganz gut, glaube ich, hier. Das heißt, der Baum muss hier weg. Der da muss weg. Dann kommt hier ein Pfad hin. Baum fällt und mein Axt ist kaputt. Timber! Okay, jetzt haben wir geschafft. Und der hier muss auch weg. Wir bauen aber auch nicht geradeaus durch, würde ich sagen. Wir nehmen dann da den Ansatz, den ich da drüben habe. Vielleicht kann ich da auch hinbauen. Timber! Und kaputt ist es. Das heißt, der Baum muss auch weg hier. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Okay. Das geht weg. Das geht auch erstmal weg. Jetzt ist die Frage, wir haben das hier falsch. Ich habe das hier falsch angesetzt, ne? Ich muss hier hingehen. Mit der Brücke. Kann ich die Brücke vielleicht hier ansetzen sogar? Geht das? Ja, nee. So wird's gehen. Machen wir so. Steht zwar in der Brücke drin, aber ist okay. Dann kann ich hier. Ah, nee, kann ich nicht. Weil ich hier schwimmen muss. Egal, hat keiner gesehen, dass ich da angefangen habe zu bauen. Dann haben wir jetzt auch eine Brücke. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen korrigieren. Dann steht das halt nicht alles gerade, weißt du? Das muss ja schließlich auch ein bisschen. Oh. Jetzt werde ich erstmal erschlagen vom Baum hier. Okay, jetzt habe ich richtig grau. Jetzt muss ich aber definitiv was spachteln. Das Wetter ist ja wieder grausam heute hier. Ich muss mir mal Fisch besorgen, ne? Okay, ich bin wieder fit, einigermaßen. Dann würde ich sagen, mache ich hier noch was weg, oder? Ich schaufel hier noch ein bisschen was raus. Wir schaufeln das jetzt mal hier um die Ecke und machen das dann später hübsch. Nein, was macht der denn da? So. Tja, unsere Minen, die ich da angefangen habe, die ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, nutzlos oder so, oder nicht nutzlos, ich weiß noch nicht genau. Kann ich das hier wegnehmen? Setz es mal dahin. Lassen wir es mal so, würde ich sagen, oder? Dann können wir hier nachher noch einen Pfad hinbauen. Dann sieht das nachher doch schon ein bisschen nach was aus. Hier müssen wir auf jeden Fall einen anderen Pfad hinmachen. Hier können wir den roten nehmen. Komm, wir nehmen ja den roten. Wo ist denn der? Habe ich den hier reingepackt? Roter Pfad. Nee. Hier. 32 reicht sogar. Wow. Kann ich das direkt dahin basteln? Warte mal. Also, wir kommen hier hin. Hier ist die Mitte. Okay, dann hier. Das erinnert mich ein bisschen an Minecraft jetzt hier. So. Ich bin auch überlegen, ob wir das in der vollen Breite machen oder weil das hier so ein bisschen ländlich ist, machen wir das eher in so kleinen Stücken, weißt du? Dass der so ein bisschen ausgetreten ist, vielleicht. Der Pfad. Immer sporadisch dann hier mal ein bisschen was. Okay, es ist alle. Weißt du? So. Dann sieht man, okay, da geht's lang. Ich glaube, das ist okay. Das geht erstmal. Für den Anfang ist es okay. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Zu den Chicken Coop. Ich weiß nicht genau, wenn ich den da reinstelle, ob das so hinhaut. Müssen wir mal gucken. So, das kommt erstmal da rein. Das kommt auch erstmal weg.
Das kommt weg. Den kann ich nicht wegpacken. Mit Trap. Wir könnten also nochmal was fangen. Sichel brauche ich erstmal nicht. Die kann auch erstmal hier rein. Ich würde aber gehen dann erstmal bauen. Komm, wir bauen den mal auf gerade hier. Hier hinten. Wobei. Oder mache ich die hier vorne hin? Wer kackt denn hier überall rum? Pupu. Pupu in die Ruru. Komm, wir setzen die erstmal hier hin. Was kann ich denn da jetzt reinbasteln? Kann ich da jetzt was einpflanzen? Gumnut? Nee, will ich nicht. Blumen, vielleicht das hier. Gumnut, Palm Tree, Seeds. Guangdong. Pupu machen wir da rein. Kann ich das da einpflanzen? Nee, Pickup steht hier. Ha? Wie kann ich denn da was einpflanzen? Mit der Schaufel? Nee, ich kann das aufheben. Nee, das kann ich essen. Ha. Da muss ich da drauf stehen. Nee, auch nicht. Na nö. Ich kann es aufheben. Moment, da stand Flower Bed stand dran. Muss das eingegraben werden? Moment, das interessiert mich jetzt mal. Warte mal. Wenn ich das hier eingrabe, ne? Mach mal da ein. Da und. Ja, mach mal zwei. Komm, wir machen mal zwei nebeneinander. Gucken mal. Ups. Doch, das geht. Okay. Interessant. Okay. Ja, das geht. Nice. Auch nicht schlecht. Das geht. Okay. Da haben wir was gelernt. Müssen wir gucken. So, jetzt müssen wir schauen, was habe ich denn noch auf der Uhr? Ich würde gerne die Sachen einpflanzen, aber ich weiß nicht genau wie. Da steht Bury. Will ich ja gerne, aber ich kann die nicht buryen hier, ne? Ich weiß nicht wie. Weil ich würde halt gerne. Ich würde halt gerne was einpflanzen hier, dass ich das habe nachher zum Sammeln, weißt du? Ich bin noch nicht sicher. Das muss ich noch irgendwie rausfinden. Das muss ich noch rausfinden. Egal, komm, warum das ist mal weg jetzt hier. Das geht erstmal da rein. Ich würde sagen, wir holen uns für unseren Gubbel Gubbel nochmal was und dann gucken wir den Bird Coop. Wie groß ist denn das Ding? Das ist ganz schön groß. Das sind zwei Teils, ne? Hey, mein Freund. Wow. Gehst du da jetzt rein? Ich bin mal gespannt. Wo geht der hin? Oh, das ist wirklich nur für Hühner. Aber wo kriege ich Hühner her? Egal, komm, wir gehen mal. Klappt man das noch? Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können doch nochmal gucken, ob wir noch einen Gubbel Gubbel besorgen können. Da bist du nicht ganz so alleine. Das Gute ist, wir haben jetzt endlich mal Brücken. Wir brauchen noch eine Brücke drüben für John. Die hätte ich gern. Da ist ja schon ein Gubbel Gubbel. Okay, mein Freund. Jetzt gubbel gubbeln wir mal in die Richtung von der Trap, okay? Genau, da geht's lang. Yo, yo, perfekt. Das finde ich cool gemacht. Okay, nice. Dann gubbel gubbeln wir dich mal da zu den Kollegen. Ist ein bisschen eng, ne? Für zwei. Jetzt haben wir zwei Gubbel-Gubbels, guck mal. Nice. Okay, dann haben wir doch schon wieder was geschafft. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, ich muss jetzt noch überlegen, wie wir das machen.
Den Schmetterling können wir gerade noch abgeben bei John. Ich guck mal gerade noch, ob wir. Mein Material habe ich jetzt nicht in der Tasche, ne? 15 Nägel und 15 Holz. Das ist natürlich nicht gerade wenig, ne? Aber ich glaube, Holz hatten wir noch genug. 15 Nägel, 15 Holz. Wir haben nicht genug Material für Nägel, ne? Wir haben 6 Nägel. Holz könnte ich noch sägen. Palmwood Planks sind das okay. Wattle Seed. Plante Wattle. Was zur Hölle ist ein Wattle? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ob man das einschmelzen kann oder so. Okay, wir sägen nochmal gerade eine Runde. 15 habe ich gesagt, ne? Sind das jetzt, ne? Ja, 5. Also du kriegst im Grunde nur einen Plank raus zu einem Baumstamm. Das ist schon ein bisschen hardcore, muss ich zugeben. Ich hätte ja gedacht, dass man wenigstens 2 rauskriegt oder so. Oh, komm, wir haben alle Dailies geschafft. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Krass. So, muss ich jetzt in 35, ne? Jetzt müsste ich. Habe ich 15? Nee. 12, 3 noch, okay. Aber wir brauchen Tin noch, ne? Wir haben nicht genug Tin. Das ist kein Weg. 15 habe ich schon mal. Das reicht aber nicht aus. Ich brauche noch Tin. 4 Stück, damit wir nochmal Nägel herstellen können. Ich hätte hier kein Tin mehr, ne? Nee. Damit. Dann gehen wir gerade mal Tin besorgen. Das machen wir ganz schnell noch. Wie spät haben wir es eigentlich jetzt? 6 Uhr PM. Da dampfen sie noch. Guck mal, die dampfen richtig gut, ey. Die stecke ich mir jetzt aber gerade nicht ein. Das nehme ich nochmal mit hier. Bisschen Buschleim. Eine Spini. Wo finde ich auf die Schnelle? Vor allem auf die Schnelle. Noch mehr Tin. Kriege ich den Frosch? Das regt mich auf, dass ich den letztes Mal nicht hatte. Komm schon. Der haut immer ab, ne? Ich bin zu langsam dafür, glaube ich, für Frösche. Frösche sind nicht mein Metier hier. Zu langsam für Frösche. Dann nehmen wir hier noch ordentlich was mit. Es kommen immer 3 raus, ne, jo. Dann nehme ich das hier, dann nehme ich das gerade noch mit hier. Dann soll das reichen. Dann haben wir wieder ordentlich was geschafft. Dann kann ich nämlich noch hoffentlich eine Brücke bei John bauen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das bauen können, weil das Problem ist, es ist halt alles auseinandergerissen jetzt. Oder ich muss später dann halt alles versetzen, dass es alle ein bisschen besser zusammenkommen. Das muss ich dann schauen. Oh, ich muss gleich noch was futtern, ne? Das wird nämlich nicht reichen. Oh, hier komme ich nicht dran, weil es zu hoch ist, oder was? Ja. War zu hoch, okay. Jetzt gehen wir langsam die Booster aus. Oh, ich muss jetzt was futtern, das geht nicht. Okay, wir haben wieder Fisch und Lime. Das heißt, beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall angeln gehen. Okay, dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen weiter axten. Die Axt ist gleich schon am Ende. So, da noch ein bisschen was. Ich hoffe, wir kriegen noch ordentlich was zusammen hier. Ich muss noch mal gucken, was mit diesen Shiny Stones ist, ob man die irgendwie, weiß nicht, auch schmelzen kann. Da kommt dann was Random-mäßiges raus oder sowas. So, okay, dann haben wir alles. Dann gehen wir wieder zurück schnell. Dann
nehmen wir noch die dampfenden. Was soll man das jetzt mit? Ich würde den Frosch gerne mitnehmen. Frosch, Frosch, Frosch. Foot. Ich konnte nicht fangen. Also Frosch kannst du damit nicht fangen, oder was? Der ist kaputt gegangen. Also das kann ja nur kaputt gehen, wenn ich getroffen habe. Meiner Meinung nach. Hier, dann. Den nehme ich noch mit. Ein Tuft. Und einen Dampfenden nehme ich auch noch mit. Hier ist noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Läum. Guck mal, hier wächst wieder neuer. Das ist nice. Ich weiß nur nicht genau, wie man das machen kann. Ich würde da gerne noch was pflanzen. Da müssen wir aber nochmal schauen. So, wo muss ich denn jetzt hin da, ne? Hier hoch, glaube ich. Ja, ist die Brücke, alles klar. Ist auch wieder langsam dunkel, also können wir langsam auch Feierabend machen. Ich muss nur die Kacke aus meinem Inventar wieder ausmachen. Ja, es sieht doch schon langsam aus, als wenn hier was passiert. Langsam mal steht. Ich glaube, der Chicken Coop ist für die nicht zu gebrauchen. Ich glaube, da können wirklich nur Chicken rein. So, warte mal, können wir gerade mal noch was reinwerfen hier? Und zwar brauche ich nämlich Nägel bei Gelegenheit. So, dann räumen wir wieder aus. Das kommt erstmal da rein. Die Kacke auch noch raus. Fische muss ich noch beim nächsten Mal angeln. Okay, dann nehme ich das noch raus gleich und dann soll es das mal gewesen sein, würde ich sagen. Ich habe eine Menge geschafft. Wir können in der Zwischenzeit mal gerade hier die Errungenschaften checken. Making bars smelting. Oh, you've been smelting all right. Here's some milestone for smelting ores into bars. Schmelzen. Oh, du bist schon am Schmelzen. Ah, ist ein Milestone. Okay. Dankeschön. You like wood, right? But what about square wood? Okay, ja, eckiges Wood ist auch okay. Wir haben noch was gesägt. Soul Mover. Pick up some dirt, put it there. Nimm etwas Erde auf und tu sie dahin. Haben wir auch gemacht. Die haben wir schon gekriegt. Okay. Oh, da sind aber ganz schön viele. Guck mal hier. Aber wir sind ja auch gerade erst am Anfang. Also von daher. Keeping track of recipe ingredients. Das muss ich hier ändern. Convince John to stay. Ask Fletch about the town to apply for the shop deed. Da brauche ich aber Geld für, ne? So, Nägel kann ich noch herstellen. Jetzt habe ich 10. Das heißt, ich muss 2. Ah, da muss ich ja beide machen. Jetzt könnte ich noch eine Brücke bauen. Soll ich noch eine Brücke bauen für John? Nee, das machen wir in der nächsten Episode. Ich nehme das aus dem Inventar hier. Und dann bauen wir die Brücke in der nächsten Episode. Wo sind denn die Planks? Da. Dann haben wir das nämlich alles zusammen. Dann weiß ich auch beim nächsten Mal Bescheid. Also ein bisschen angeln nochmal, dass wir Fisch reinkriegen wieder, damit wir was zu futtern haben. Was anderes, was ziemlich gut ist. Und ja, dann müssen wir, ich muss unbedingt mal rausfinden, wie ich hier Bäume anpflanzen kann. Das wäre vielleicht noch wichtig. Ich hätte das, nee, das Flowerbed steht da dran, Flowerbed. Also das funktioniert nicht. Normalerweise hätte ich gedacht, ich pflanze es einfach am Boden, aber ich muss da mal schauen. Aber die Lizenz habe ich doch eigentlich schon dafür, oder nicht? Muss ich mal schauen. Okay, ich hoffe, es hat gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir tasten uns so langsam rein, immer noch blind, wie gesagt. Aber wir kriegen das hin. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.